bin jetzt direkt vom Festivalgelände und werde um ein weiteres Mal abchecken, was die Leute so Besonderes anhaben und wie sie sich fürs Festival stylen. Also, los geht's! Gibt's irgendwas, wo du sagst, wenn du auf ein Festival fährst, ist das so ein modisches Must-Have? Das ja, wahrscheinlich im Sommer hat man im Vergleich zu anderen Festivals scheint es auf Melt schon viel um Mode zu gehen. Ja, aber nein. Was glaubst du, woran liegt das? Ich glaube, das liegt schon auch ein bisschen an Berlin. Mhm. Ja, die Nähe zu Berlin. Ich glaube schon. Did you think a lot about what you were going to wear here? Yes, this time? She did. I did. She knew before we came here what yeah. she was I bought new wear. Shoes. And why is it so important to you at festivals? The most important is to feel good about yourself and to look good. Yeah. So, and at a festival you want to feel good about yourself. It's kind of like a fashion show. Würdet ihr sagen, dass ihr euch auf Festivals besonders anzieht oder anders als in eurem Alltag? Bequem. Hauptsache bequem. Würdet ihr sagen, dass Melt ein Festival ist, wo besonders Wert auf Style und Mode gelegt also wird? Also ich finde immer mehr, was ich nicht so geil finde. Wie würdet ihr euren Festival-Style beschreiben? Eklig. Eklig. Vor allem eklig, ja. Wieso denn? Aber dafür sieht es doch gut aus. Also wir duschen nicht. Wir haben den, wie heißt der nochmal? Mount McWaste. Mhm. Da landet unser kompletter Müll. Was ist noch so? Wir pissen überall hin. Wir waschen uns auch nicht. Also wir waschen uns auch nicht unten rum. In keiner Form waschen. Ne? Willst du mal riechen? Na, danke schön. Was ist für euch so für Festivals so quasi ein modisches Must-Have? Verrückte Sonne. Glaubt ihr, dass an Melt Mode so wichtig ist, vielleicht mehr als auf anderen Festivals? Ich kann jetzt nur von hier sprechen, dass es mich halt auch immer freut, andere Leute zu beobachten, zu schauen, was haben die an und ach cool. Und also so irgendwie finde ich, es ist eine gute Atmosphäre und jeder macht das, was er will und kann sich so ein bisschen expressiv ausleben. Warum trägst du einen Kokosnuss-BH? Er gefällt mir sehr gut, aber gibt es einen besonderen Grund dahinter? Er ist sehr optisch natürlich schön, ja. Aber der ist auch eher ein funktionaler Gegenstand, weil man kann damit da Pferde nachmachen. Es gibt so viele Alltagssituationen, wo ich mir einfach wünschte, ich könnte jetzt ein Pferd nachmachen. How would you describe what you're wearing at this festival? Easy, as lighter as possible. Was it intentional that you have the triangles on your t-shirt and that's also no, not at all, not at all. Aber würdet ihr auch jetzt zum Beispiel im Alltag oder im Zuhause heute Blumenkränze im Haar tragen? Das nicht, nee. Und was ist es dann bei Festivals, dass ihr sagt, so jetzt tue ich das? Ich finde, es ist auch ein Teil der Freiheit. Im Festival zieht man sich an, wie man will. Es ist völlig egal, was die anderen denken. Kann auch ein bisschen ausgefallener sein. Das ist fern von Alltag. What?